Hallo, ich bin Heike und heute klopfen wir gemeinsam. Nach dem Intro geht's los. Hallo, heute beklopfen wir das schlechte Gewissen. Jeder von uns hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt, aber was ist eigentlich ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen ist die Diskrepanz zwischen deinem Wertesystem, wie du gerne gehandelt hättest, gedacht hättest, etwas gesagt hättest, und wie du es tatsächlich getan hast. Du fühlst dich schlecht, vielleicht sogar schuldig, vielleicht sogar schämst du dich für etwas. Und diese Gefühle sind nicht zuträglich. Sie sind nicht förderlich, sie behindern uns. Ein schlechtes Gewissen ist etwas, was ein unangenehmes Gefühl in uns hinterlässt, was auf Dauer, wenn man oft ein schlechtes Gewissen hat, tatsächlich sogar schädigend sein kann. Ja. Wenn du oft ein schlechtes Gewissen hast, dann rate ich dir einmal zu schauen, wo die Erwartungen liegen in deinem Leben, deine Erwartungen an dich selbst und die Erwartungen anderer an dich. Und wie diese, deine Erwartungen und die Erwartungen anderer mit deinem Wertesystem kompatibel sind. Es gibt im Internet eine Werteliste, die kannst du dir gerne mal anschauen und dann schau mal, ob du für dich fündig wirst. Heute beklopfen wir dein, mein, unser schlechtes Gewissen und jetzt geht's los. Wenn du wegen irgendetwas ein schlechtes Gewissen hast oder hattest, es dürfen auch vergangene Erlebnisse sein, die dich vielleicht immer noch beschäftigen, dann skaliere bitte die Intensität dieses Gefühls auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist gar nichts und 10 ist absolut heftig. Ich schon gesagt, Kinder sagen immer so ganz kleines schlechtes Gewissen und ganz großes schlechtes Gewissen. Aber Kinder haben gar kein schlechtes Gewissen. Das ist das Schöne daran. Also, ganz klein oder ganz groß, bitte notiere dir die Ziffer und dann geht's los. Handkantenpunkt. Auch wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, du sprichst bitte mit und klopfst, wenn du magst und dich stabil genug fühlst, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. So gut ich eben kann. Auch wenn ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe wegen, setze die Situation bitte ein und ergänze. Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und so gut ich eben kann. Ich habe wirklich ein total schlechtes Gewissen dieser oder jener Person gegenüber, weil bitte einsetzen. Aber auch wenn ich mich so fühle und ein schlechtes Gewissen habe, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und so gut ich eben kann. Ich habe ein total schlechtes Gewissen. Und ich fühle mich damit wirklich schlecht. Dieses Gefühl zieht mich total runter. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen. Und ich fühle mich irgendwie schuldig, weil vielleicht hätte ich was anderes denken, sagen oder anders handeln müssen. Aber wer sagt, wie ich handeln muss? Das sagt mir doch niemand. Ich sage mir selbst, wo ich handeln möchte. Und wo ich handeln muss. Ich selbst entscheide das. Ich selbst entscheide, was ich denke, sage und tue. Und genau das ist wichtig zu wissen. Ich entscheide. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, etwas zu tun, was sich hinterher nicht gut anfühlt,
dann habe ich gegen mein Wertesystem verstoßen. Vermutlich ist das so. Was wäre mir denn wirklich wichtig gewesen in dieser Situation? Was hätte sich denn für mich wirklich gut angefühlt? Da darfst du gerne mal in dich hineinhorchen und das gerne sagen. Wie hätte ich denn wirklich gerne gehandelt oder gedacht? Was hätte ich denn eigentlich wirklich sagen wollen? Oh, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen und ich fühle mich total schlecht. Ich glaube, es war nicht in Ordnung, was ich getan habe. Aber ich habe es nun einmal getan oder gesagt oder gedacht. Und die Zeit ist jetzt vorbei, wo ich es hätte ändern können. Aber ich kann jetzt etwas ändern in mir und es beim nächsten Mal besser machen. Ich kann es beim nächsten Mal so machen, dass es sich für mich gut anfühlt. Wie wäre es, wenn ich ganz klar sage, was ich denke? Und wenn ich ganz ehrlich bin, wie wäre es, wenn ich ganz klar meine Grenzen ziehe? Und vielleicht sagen darf, dass es mir zu viel ist, dass ich dieses oder jenes nicht machen kann und möchte. Wieso sollte ich dann ein schlechtes Gewissen haben? Denn ich achte doch gut auf mich. Das ist alles, was ich tue. Ich achte gut auf mich, wenn ich meine Grenzen ziehe. Und das ist ganz wunderbar. Aber vielleicht habe ich ja doch ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Grenze ziehe und etwas nicht tue, was andere von mir erbitten oder erwarten. Vielleicht habe ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen, weil ich etwas nicht für andere getan habe oder etwas abgelehnt habe. Vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht korrekt verhalten habe, nach meinem Empfinden. Aber wer sagt, was korrekt ist? Wer sagt, wo meine Grenzen liegen? Ich alleine weiß, wo meine Grenzen liegen. Ich alleine darf entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Denn ich bin mir wichtig, ich achte gut auf mich. Ich alleine weiß, was ich schaffen kann und was nicht. Ich alleine weiß, was mich überfordert und was nicht. Und ich achte gut auf mich. Deswegen darf ich Grenzen ziehen. Einmal tief einatmen. Und das ganze schlechte Gewissen ausatmen. Jetzt darfst du fühlen, ob du immer noch bei der gleichen Ziffer bist. Spüre in dich rein. Zwischen 0 und 10, wo ist dein schlechtes Gewissen? Ist es schon ein bisschen weniger geworden? Zweite Runde. Also, eigentlich schon die vierte, glaube ich. Auch wenn ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe und mich immer noch ein bisschen schlecht fühle, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und so gut ich eben kann. Auch wenn ich ein unglaublich starkes schlechtes Gewissen habe und mich dafür verurteile, dass ich das getan habe, was ich getan habe, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und so gut ich eben kann. Auch wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dieser und jener Person gegenüber und mich richtig elend damit fühle, dass ich so gehandelt habe, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und so gut ich eben kann. Mein schlechtes Gewissen, das mir wirklich zu schaffen macht,
Ich kann es im Körper sogar spüren. Und ich spüre es. Setz einfach ein, wo du es in deinem Körper spüren kannst, wenn du es spüren kannst. Oh, es fühlt sich wirklich belastend an und schwer. Ach, hätte ich doch nur anders gehandelt, etwas anderes gesagt oder anders gedacht. Ach, wenn ich doch die Zeit nur zurückdrehen könnte. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und ich habe mich selbst enttäuscht, weil ich das so nicht machen wollte, sagen wollte, denken wollte. Ich habe mich selbst enttäuscht, weil ich bestimmte Erwartungen an mich selber habe. Und ich bin überzeugt, auch andere haben Erwartungen an mich. Und ich versuche sie wirklich zu erfüllen. Ich bemühe mich. Und vielleicht ist das manchmal einfach zu viel. Vielleicht darf ich ganz klar sagen, was ich kann und was ich nicht kann, was ich möchte und was ich nicht möchte, was ich will und was ich nicht will. Denn ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Ich darf sagen, was ich tun möchte und was ich tun will. Und ich darf entscheiden, ganz frei, wofür ich mich entscheide und wogegen. Dieses unangenehme Gefühl von diesem schlechten Gewissen, das nagt an mir. Dieses schlechte Gewissen nagt an mir. Es ist wirklich schlimm. Ich fühle mich schuldig. Sich schuldig fühlen heißt, etwas falsch gemacht zu haben. Habe ich etwas falsch gemacht? Vermutlich habe ich etwas falsch gemacht, sonst hätte ich wohl kein schlechtes Gewissen. Ich habe einen Fehler gemacht und fühle mich nun schlecht. Mein Verhalten war nicht richtig. Aber ich alleine entscheide doch, wie ich die Situation bewerte. Ich alleine entscheide, ob ich etwas als gut oder falsch bewerte, als gut oder böse bewerte. Ich entscheide, ob ich es als richtig oder falsch bewerte. Und die Erwartungen der anderen an mich, die ich versuche zu erfüllen, dem darf ich einfach so stehen lassen. Das ist meine Entscheidung, ob ich die Erwartungen anderer an mich als Druck empfinde oder als Bitte. Als freundliche Bitte. Die Erwartungen anderer, das kann ganz schön anstrengend sein, wenn man das Gefühl hat, diese erfüllen zu müssen. Und ich fühle mich schuldig, wenn ich die Erwartungen anderer nicht erfülle. Ich fühle mich schuldig, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht erfülle. Wenn ich so handle, dass ich andere zurückweisen muss oder sie sich zurückgewiesen fühlen. Ja, das macht mir ein schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen habe ich nur dann, wenn ich die Schuld auf mich schiebe. Ich schiebe die Schuld für etwas, was ich anders hätte machen sollen, sagen sollen, auf mich. Ich schiebe mir selbst Schuld zu. Das ist aber doch ziemlich unklug.
mir selber Schuld zuzuschieben, davon habe ich nichts. Das ist nicht gut für mich. Das belastet mich. Mir selber Schuld zuzuschieben, wo bringt mich das hin? In ein schlechtes Gefühl, in ein schlechtes Gewissen. Wie wäre es, wenn ich ganz einfach meine Grenzen ziehen darf? Wenn ich ganz einfach sagen darf, ja, das mache ich gern, oder nein, das möchte ich nicht. Und ich bitte dich um dein Verständnis. Wie wäre es, wenn ich Verantwortung übernehme für das, was ich denke, sage und tue? Ich übernehme Verantwortung für das, was ich denke, sage und tue. Und wenn ich Verantwortung übernehme, dann stehe ich zu dem, was ich denke, sage und mache. Und dann brauche ich mir überhaupt gar keine Schuld mehr zuzuweisen und mir selber keine Schuld mehr in die Schuhe zu schieben. Und auch anderen brauche ich dann die Schuld nicht mehr in die Schuhe zu schieben. Denn es ist ein ungutes Gefühl, wenn ich anderen ein schlechtes Gewissen mache. Aber eigentlich kann ich anderen kein schlechtes Gewissen machen. Denn sie hätten nur dann ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich selber die Schuld zuschieben würden. Also funktioniert ein schlechtes Gewissen machen nur bei mir selbst. Ja, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Ich stehe zu dem, was ich gedacht habe. Und ich stehe zu dem, was ich getan habe. Und es ist an mir zu entscheiden, ob ich dafür um Entschuldigung bitten möchte. Oder ob ich ganz klar sagen darf, hier habe ich ausschließlich meine Grenzen gezogen. Wenn ich mich entschuldigen möchte, dann kann ich das in Leichtigkeit jetzt tun. Wenn ich der Meinung bin, dass eine Entschuldigung fällig ist, dann übernehme ich Verantwortung und entschuldige mich und sage, dass es mir leid tut und dass ich gerne anders gehandelt hätte, es aber nicht getan habe. Gerne etwas anderes gesagt hätte, es aber nicht getan habe. Damit übernehme ich Verantwortung für mein Denken, für meine Worte und für mein Handeln. Und das fühlt sich kraftvoll an und gut. Das fühlt sich wirklich super an. Ich bin in meiner Kraft und in meiner Mitte. Und ich übernehme Verantwortung für das, was ich denke, sage und mache. Wie toll ist das denn? Ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Und ich bin richtig, wie ich bin. Und ich entscheide ganz bewusst, was ich tue, was ich denke, was ich sage. Und sollte ich das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben, dann darf ich das gerne korrigieren, indem ich sage, es tut mir leid. Aber vielleicht habe ich einfach nur für mich gehandelt. Zu meinen Gunsten gehandelt. Und dafür braucht es keine Entschuldigung. Ich darf mich abgrenzen, wenn ich das Gefühl habe, dass mir etwas zu viel würde. Ich darf einfach ich selber sein. Und ich darf mir Zeit für mich selber nehmen. Und ich bin keinem Rechenschaft schuldig über diese Zeit. Ich bin keinem Rechenschaft schuldig über das, was ich tue oder nicht tue. Ich bin keinem Rechenschaft schuldig über das, was ich möchte oder nicht möchte. Und ich bin keinem Rechenschaft schuldig über das, was ich will oder nicht will. Und da fühle ich mich jetzt gleich ein ganzes Stück freier. Ich darf einfach ich selber sein.
Und das macht mich total glücklich und froh. Und ich verankere jetzt in meinen Zellen, in meinem Energiesystem, dass ich richtig bin, wie ich bin. Ich bin richtig, wie ich bin. Und ich übernehme Verantwortung für das, was ich denke, sage und tue. Und das fühlt sich ganz wundervoll an. Stark, kraftvoll und ganz, ganz ruhig. Da ist Ruhe, tief in mir. Eine wundervolle, ausgeglichene Ruhe. Und jetzt spür noch mal rein. Wo ist denn dein schlechtes Gewissen jetzt? Zwischen 0 und 10. Ist es jetzt immer noch hoch oder bist du unter 3? Wenn du noch nicht unter 3 bist, dann klopfe bitte weiter, wenn du Zeit und Inspiration dafür hast. Wiederhole das Video und beginne nochmal von vorn. Wichtig ist nur, klopfe bitte so lange, bis du unter 3 bist, wenn du das möchtest. Dann ist die Belastung deutlich gemindert. Ich wünsche dir, dass du dieses schlechte Gewissen nur noch ganz selten fühlst. Und wir verankern jetzt das positive Gefühl der Kraft und der Eigenverantwortung, indem wir hier klopfen und folgende Prozedur machen. Du schaust geradeaus, du schließt die Augen, du schaust geradeaus. Du schaust mit den Augen scharf nach rechts unten und wieder geradeaus. Mit den Augen scharf nach links unten und wieder geradeaus. Mit den Augen im Uhrzeigersinn von der 12 einmal wieder bis zur 12 und gegen den Uhrzeigersinn wieder bis zur 12. Du summst eine kleine Melodie. Zählst bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 und summst wieder eine kleine Melodie. Ja, das war unser heutiger Klopfprozess gegen mein schlechtes Gewissen. Wenn du mehr klopfen willst, findest du demnächst weitere Videos zu verschiedensten Themen. Und ich wünsche dir, dass du mehr innere Freiheit bekommst. Emotional Freedom Technik ist eine innere Freiheitstechnik, eine emotionale Freiheitstechnik. Und genau das wünsche ich dir. Hab einen schönen Tag. Herzlichst, Heike.